Für einen Kobold ist die Welt der Menschen eine recht schwierige und manchmal sogar unverständliche Sache. Der kleine Kerl findet oft, dass diese großen Menschen alles recht umständlich machen. Ist man nämlich klein und für alle unsichtbar wie ein Kobold, dann nimmt man sich einfach, was man braucht. Und man braucht ja auch gar nicht viel. Eine Pflaume ist für ihn so groß wie für uns ein Apfel. Und mehr als 3 Pflaumen kann er schon gar nicht essen. Und eine Scheibe Wurst ist für ihn, ja, fast so viel wie für uns ein tellergroßes Schnitzel. Aber die Menschen, was die alles brauchen, und das können sie sich nicht einfach nehmen, sondern müssen es kaufen. Und zum Kaufen braucht man Geld. Und Geld ist etwas, über das sich der Pumuckl überhaupt noch nie in seinem Leben hat Gedanken machen müssen. Eines Tages ist der Meister Eder in die Stadt gegangen, um ein paar Einkäufe zu machen. Und wie das so geht, er hat viel mehr Geld ausgegeben, als er eigentlich wollte. So kam er von seinem Einkauf heim und brummelte recht ärgerlich vor sich hin. Also nein, 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 wenn man bloß ein bisschen was kauft, dann geht's gleich dahin mit dem Geld. Ein Krawattel und ein Hemd und ein paar Socken und schon bist du einen Haufen Geld los. Es rinnt einem bloß so durch die Hände. Ja, zeig mal deine Hände. Wo rinnt was? Okay. Der Pumuckl sieht aber nichts rinnen. Pumuckl, doch nicht so, wie du dir das vorstellst. Ich meine halt, dass das Geld immer so schnell hinausgeht. Ja, dann muss man es eben ganz schnell wieder hereinholen. Ja, wenn das so einfach wäre. Oder man muss ganz fest die Tür zumachen, damit das Geld nicht ganz so schnell hinausgehen kann. Nein, das hilft auch nichts. Es ist einfach alles so teuer, es kostet alles zu viel. Also da verstehe ich dich nicht. Zuerst sagst du, dass das Geld rinnt und weit und breit rinnt überhaupt nichts. Und dann sagst du, dass es schnell hinausgeht und dann geht es gar nicht hinaus, sondern alles ist bloß teuer. Ja. Also bitte, 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 sag mir jetzt, was tut das Geld denn wirklich? Mein Pumuckl, das ist nicht einfach zum Erklären. Ja, dann erkläre es mir doch einfach uneinfach. Also, gib Obacht, das ist so. Ja. Wenn der Mensch was braucht zum Essen oder zum Anziehen, dann muss er sich's kaufen. Weiß ich. Dann geht man in einen Laden und dann kauft man es. Ja, und wenn man was kauft, dann muss man Geld hinlegen. Und für das Geld kriegt man das, was man braucht. Ja, aber das ist doch ganz einfach. Geld hinlegen, das... Also Geld hinlegen kann ja sogar ich. Ja, schon, aber das Geld, das man hinlegt, das muss man erst verdienen. Ach so. Durch Arbeit. Also, wenn ich arbeite, dann kriege ich dafür Geld, das weißt du doch. Ja, und es macht einen furchtbaren Krach. Ja, und das Geld muss ich im Laden hinlegen. Ja. Dann kriege ich dafür, was ich gerade brauche. Verstehst du das? Ja, also wenn du arbeitest, ja, dann kriegst du Geld. Mhm. Und wenn, ja, wenn aber ich arbeite, also ich habe noch nie Geld dafür gekriegt, noch nie. Der Pumuckl hat schon so viel gearbeitet und hat noch nie Geld gekriegt. Ich will auch Geld haben. Ja. Viel Geld für so viele Arbeit will ich haben. Ja, wann hast du schon was gearbeitet? Immer, jeden Tag. So? Ich habe Nägel runtergeworfen, Feilen versteckt, Leute geärgert. Ja. Alles große, große Arbeit. Und nie habe ich Geld gekriegt. Oh, der arme Pumuckl, der arbeitet immer für ohne Geld. Ja, aber das war doch alles keine Arbeit. So, was war denn das? Na ja, Vergnügen. Spaß. Vergnügen. Ach so, und für Vergnügen, da gibt's kein Geld. Nein. Nur für traurige Arbeit, da gibt es Geld. Nein, aber das verstehst doch du. Ich will aber Geld haben und Geld hinlegen und ich will was kaufen. Aber du musst dir doch gar nichts kaufen. Was denn schon? Weil, was? Ich, weiß ich nicht, was. Was Feines? Mhm. Gib Acht, ich arbeite jetzt gleich ganz traurig, ja? Hammer weg, Zange weg, Nägel weg. Du, hör auf. Da kriegst du 50er, damit du bloß mit deiner Arbeit wieder aufhörst. Ach so, für Arbeiten aufhören, da kriegt man auch Geld. Nein, aber weil du es bist, Herrschaft, jetzt habe ich kein kleines Geld da. Da gib mir doch ein größeres. Ich bin stark, weißt du, ich kann auch großes Geld tragen. Das hat doch nichts mit dem Gewicht zu tun, sondern mit dem Wert. Also, ich verspreche dir, du kriegst der 50er, sobald ich gewechselt habe. Ich will es aber jetzt gleich haben. Sofort, auf der Stelle. Du, komm, sei still. Da kommt jemand. Frau Zangel vom Lebensmittelgeschäft vorn. Grüß Gott, Herr Eder. Ja, Frau Zangel, grüß Ihnen Gott. Sie kommen gerade recht. Ich habe Ihre Bretteln schon zugeschnitten. Ah, das ist nett von Ihnen, okay. Herr Eder.
Und sauber sind's zugeschnitten. Ja, das gehört sich doch. Ach, ich sag halt immer, es geht nix über Leute vom alten Schlag. Ja. Herr Eder, was macht's denn? Ja, was macht's? Na, sagen wir 7,50 €. 7,50 €? Ja. Warten's, das kann ich Ihnen recht machen. Ja, das wäre mir recht, ja. Da, schauen's her, 7,50 €. Ja, danke. Ich leg's da auf den Tisch her, ja, gell? Herr Eder, was ich noch sagen wollte. Ja. Ich tät in meinem Laden über der Tür noch ein Regal brauchen. Was, über der Tür? Mhm. Ja, sagen Sie mal, ist das nicht recht unpraktisch? Na, wissen Sie, für Sachen, die seltener verlangt werden. Ach so, ja. Man muss ja heutzutage in einem Lebensmittelgeschäft Sachen führen. Mei, an die hat man früher gar nicht gedacht. Ja, das glaube ich Ihnen. Und das ja. Zeug braucht alles Platz, Herr Eder. Ich sage Ihnen, ich weiß oft gar nicht, wohin damit. Ja. So was können wir schon machen. Ja, das ist nett von Ihnen, Herr Eder. Ich habe Ihnen auch was mitgebracht. So? Nicht, dass ich Sie jetzt bestechen möchte. Aber nein, ich weiß doch, dass so ein Junggesell wie Sie ganz gerne mal schlägt. Geh also, Frau Zange. Eine prima Milchschokolade. Ging es zu, das hätt's doch nicht gebraucht. Jetzt zieren Sie sich doch nicht, Herr Eder. Ich habe so viel, dass ich's verkaufe. Na ja, dann sage ich halt Dankeschön dafür. Also Sie haben aber auch keinen gesunden Beruf, wenn ich mir das so anschaue, da herin. Wieso? Ja, weil es so staubt. Da schauen Sie nur, wie wenn ein Wind gang. Ja, pfei grad. Aber die staubt nicht immer so. Ich weiß auch nicht, was er hat. Wer? Der Wind. Also ziehen tut's da bei Ihnen. Gerade habe ich es an meine Füße gespürt. So? Also, ich glaube, ich gehe jetzt lieber, bevor ich mir bei Ihnen noch einen Rheumatismus hole. Na, Sie wären gut. Herr Eder, vergessen Sie nicht, das Geld einzustecken, nein, das ich da hergelegt ja habe. Halt, das sind ja bloß 7 Mark. Ich hab doch 7,50 € hier hingelegt. Oder spinn ich? Vielleicht ist das 50er runtergefallen. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, hab ich's nicht hingelegt. Naja, aber wenn's runtergefallen ist, dann kann's ja nicht weit sein. Jetzt suchen Sie nicht lang, Frau Zange. Ist schon gut, ich find's dann schon. Nein, nein, Herr Eder, das muss in Ordnung gehen. Ich will Sie doch nicht um ein 50er schädigen. Ja, Sie schädigen mich nicht, glauben Sie mir's bitte. Also, alt wird man. Na, sieh doch nicht. Doch, ich kann jetzt wirklich nicht schwören, habe ich während dem Reden bloß 7 Mark oder 7,50 € hingelegt. Jetzt geben Sie mal acht, Herr Eder. Ich habe da noch ein 50er. Geber, lass es das doch. Nein, ich sage Ihnen, ich werde es schon finden. Na ja, wenn Sie es wirklich noch finden, dann können Sie es mir ja wieder bringen. Ja. Ich möchte nur nicht, dass ich Sie ausschmier. Da, nehmen Sie das 50er und jetzt sind wir quitt. Also gut, wenn Sie es nicht anders wollen. Ich komme dann also vorbei wegen dem Regal über der Tür. Ja, das ist nett, Herr Eder. Ja. Also dann, Wiederschauen, Herr Eder. Auf Wiederschauen, Frau Zange. Wiederschauen. Bin ein Held, habe Geld, das mir gefällt, wie bestellt. Hab ich mir's doch gedacht, mein lieber Freund, einfach Geld wegnehmen, das geht für nicht, gell? Sowas nennt man bei uns Menschen Diebstahl und das wird fürchterlich bestraft. Aber ich hab doch nützlich dafür gearbeitet. Ich habe Staub von den Brettern weggeblasen, damit die Frau Zangel nicht staubig wird. Das ist zum Beispiel sehr nützlich. Und dann habe ich sogar noch an einen Schuh von ihr hingeblasen und der ist dabei fast ist er sauber geworden. Ich war ja schon lange nicht mehr so nützlich wie vorhin. Pernuckel, das war ja nett von dir, bloß, ja, wie soll ich dir das erklären? Ja, jetzt fällt dir nichts ein. Man darf sich, auch wenn man arbeitet, nicht einfach das Geld dafür nehmen. Du, also jetzt krieg ich aber einen Zorn. Du hast gesagt, wenn man nützliche Arbeit tut, kriegt man Geld dafür. Ja, aber nur, wenn es ausgemacht ist. Für die Arbeit gibt's so und so viel Geld. Was ausgemacht? Hast du mit mir ausgemacht? Jawohl, du hast mit mir ausgemacht. Viel Geld krieg ich. Aber es war nicht mit der Frau Zange ausgemacht. Flix, ich kann doch mit der Frau Zange nichts ausmachen. Das musst doch du schon tun mit ihr. Oh mein, ist das schwierig. Also ja, von mir aus, behalt das 50er und kauf dir was dafür, wenn's kannst. Ich geh über in den Laden und gebe das 50er und sag, dass ich's gefunden hab. Aber mach sowas nicht noch einmal, sonst kommt mir das mit der Zeit zu teuer, gell? Jetzt hab ich mich so gefreut und jetzt hab ich alles so gemacht, wie du's gesagt hast. Und jetzt krieg ich geschimpft. Es ist so schön silbriges Geld und das freut mich jetzt gar nicht mehr. Ich hab so fest geblasen und alles umsonst und ich war so brav und ganz umsonst. Da hast du's wieder, dein Geld. Nein, Pumuckl, ist schon recht. Hast du es verdient?
darfst du es behalten. Ich weiß nicht. Doch, 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 doch. Ja. Magst du ein Stückchen Schokolade? Schokolade. Schokolade mag ich immer. Ja, ist ja nett, dass mir Frau Zangl eine mitgebracht hat. Ja, das ist sehr nett. Ui. Ui. Das ist in schönes, silbriges Knisterpapier eingewickelt. Schenk mir bitte das Knisterpapier. Ja, gut, da hast du es. Knister, knister, Silber, knister, knister, Gold, knistern ist dem Kobold immer, immer Hold. Ja, ja, schon, aber die Schokolade willst du nicht. Doch, doch, die Schokolade, die will ich essen und dazu will ich knistern. Das schleppt sich, das schmeckt sich. Oh, noch ein Stück. Ja, noch ein Stück, da, ja. Ja. Noch ein Stück ist ein Glückerl, die... Oh, warum arbeitet ihr Menschen eigentlich nicht für Schokolade? Schokolade ist doch viel schöner als Geld. Mein Pumuckl, bist du dumm. Die Schokolade kann man sich doch für Geld kaufen, das man sich verdient. Schwierig. Mhm. Schwierig. Aber ich werde jetzt noch mal darüber nachdenken. Also gib mir jetzt noch ein Stück und ich setze mich in meine Schaukel und denke nach. Ja, da, von mir aus. Ich gehe inzwischen über zur Frau Zangl und gebe ihr das 50er zurück. Ich muss mir sowieso Zigaretten kaufen. Halt, da gehe ich mit einkaufen, zuschauen und Schokolade sehen und Geld rinnen sehen. Aber kein Geld mehr wegnehmen, gell? Nein, ich habe doch für heute schon so viel gearbeitet. Weißt du, Blasen strengt ja fürchterlich an. Ja, ungeheuer strengt es an. Also, ungeheuer. Ist gut, jetzt ungeheuer gehen wir. Ungeheuer strengt es an. Ja. Und während der Meister Eder auf den Laden von der Frau Zangl zusteuert, denkt der Pumuckl ganz angestrengt darüber nach, wie das mit dem Einkaufen doch gleich ging. Richtig, war ja ganz einfach. Geld hinlegen, einkaufen. Das war alles. Als sie den Laden betreten, verabschiedet die Frau Zangl gerade eine Kundin. Auf Wiederschauen, Frau Greineisen. Wiederschauen, und beernst mich wieder. Grüß Gott, Frau Zangl. Ja, Herr Eder, grüße Gott. Ja. Ja, sagen Sie mal, Sie werden doch nicht schon wegen dem Regal kommen. Nein, eigentlich nicht. Ich wollte mir bloß Zigaretten holen. Und, schauen Sie her, das 50er da, das habe ich gefunden. Aber ging es zu, Herr Eder, das hätte doch nicht so pressiert. Nein, ich geb's lieber gleich zurück, sonst vergisst man's am Ende und das wäre mir gar nicht recht. Also, wenn's meinen... Ja. Zigaretten, die übliche Sorte, die Herr Eder. Übliche, ja, bitteschön, zwei Packungen. Mhm. Ja. Zwei Packungen, so. Noch was? Nein, dann haben wir's. Das macht 8 Mark. 8 Mark? 5, 7, 8. 8,50 mit dem 50er. Und weil ich schon da bin, könnte ich ja gleich das Regal abmessen. Dann geht's in einem. Hab ja das Metermaß dabei. Ja, genau die Türbreiten ist, Herr Eder. Ah, da, die Tür, ja. 1,20 Meter, glaube ich. Nein, Frau Zangl, das messen wir genau. 1 Meter... 1,22 Meter. 22, Sie, ja. Herr Eder, jetzt haben Sie mir vielleicht zu viel Geld hingelegt. Wieso? Ja, schauen Sie, das ist ein 5-Mark-Stück, ein 2-Mark-Stück und ein 1-Mark-Stück. Ja. Und 2 50er. Also wenn schon, dann habe ich bloß eins bei Ihnen verloren. Sie, ich habe aber bloß eins hingelegt, das weiß ich bestimmt, weil ich bloß das eine in der Tasche gehabt habe. Ja, aber es liegen doch 2 da. Vielleicht haben Sie sich geirrt. Nein, Frau Zangl, das weiß ich bestimmt. Ich habe das 2-Mark-Stück da und das 1-Mark-Stück noch extra umdreht, ob es auch wirklich stimmt. Also nachher war es jetzt nicht mehr. Bin ich blind oder deppert? Aber Frau Zangl... Jetzt kann es bloß noch sein, dass das von der Frau Greineisen ist, die vor Ihnen da war. Ja. Vielleicht habe ich es einfach zum Kassieren vergessen. Ja, kann sein. Obwohl ich nichts gesehen habe, aber... Nein, sein kann allerhand, nicht wahr? Also von mir ist es bestimmt nicht, das kann ich beschwören. Irgendwo muss her sein. Vom Himmel fällt's Geld nicht. Ja. Leider, Herr Eder. Ja. Könnte nur sein, dass der Pumuckl... Was meinen Sie? Nix. Sie glauben bestimmt auch nicht an Hausgeister, gell? Hausgeister? Ja. Jedenfalls an keine, die ihr Geld hinlegen. Ja, wäre ja auch zu komisch. Ja. Aber es gibt mehr komische Sachen, als man denkt. Glauben's mir, Frau Zangl? Ja, schon, aber nicht in der Richtung. Was schauen Sie denn jetzt so komisch, Herr Eder? Ich? Ja? Das ist mein normales Geschau. Wissen Sie eigentlich immer, wie viel solche Schokoladentafeln da auf Ihrem Ladentisch liegen? Ja, freilich. Warum? Das fällt mir nur gerade so ein, weil die da so liegen, gell? Könnte ja sein, dass ein Kind gerade mal
in Versuchung kommen. Ja, das ist mir schon passiert. So. Das passiert aber nimmer. Ich lege von einer jeden Sorte 5 Tafeln auf, ganz gleichmäßig. Aha. Wissen Sie, das schaut auch viel schöner aus. Ja, von jeder 5, ja. Ja, stimmt genau, ja. Gut, sag ich, ja. Ja, dann kann ich ja gehen, das Maß habe ich und die Zigaretten auch, nicht? Ja, und das 50er haben es auch zahlt. Auch. Alles stimmt, Herr Eder. Ja, ja. Einigsamer und quittsamer. Oh, quitt, ja. Also, auf Wiedersehen, Frau Zanger. Für Gott, Herr Eder. Als der Meister Eder den Laden verließ, hat ihm die Frau Zangel kopfschüttelnd nachgeschaut und gedacht, dass er doch anfängt, ein etwas komischer alter Mann zu werden. Der Meister Eder aber ging beruhigt und zufrieden wieder in seine Werkstatt zurück. So, da wären wir wieder, Pumuckl. Pumuckl, wo bist denn? Bin schon da. Ich habe nur etwas aufgeräumt. Aufgeräumt? Ja, aufgeräumt. Ja, das ist ja das Neueste, dass du was aufräumst. Ja, das ist das Allerneueste. Aber das Allerallerneueste ist, dass ich... das Allerallerneueste ist, dass Einkaufen so einfach ist. Ja, freilich ist das nicht schwer. Nein, das ist gar nicht schwer. Du sag einmal, was ist dein 50er, das da auf dem Ladentisch klingt? Ja, das ist mir durch die Finger geronnen. So? Mhm. Ja, aber so hat's ja keinen Sinn. Man muss ja auch für sein Geld was kriegen. Ja, hab ich. Hab ich mir's doch gedacht, dass du dir einfach was dafür genommen hast. Drum hab ich schon gefragt, ob alle Schokolade noch da ist. Waren aber von jeder Sorte 5 Tafeln da. Wie ist Frau Zangel gesagt? Ja, der Pumuckl ist doch nicht dumm. Ich nehme doch für so schönes silbernes Geld nicht bloß Silberpapierschokolade. Ich habe Goldpapierschokolade genommen. Was? Ja. Ja. Ja, das gibt's doch gar nicht. Doch, das gibt's. Schau, ich habe es schon an einen Platz aufgeräumt, genau unter mein Bett. Weißt du, damit ich immer gleich runterbeißen kann, wenn ich aufwache. Feigrad, ja. Da liegt ja sowas in einem Goldpapier. Ja, Goldpapier-Schokolade. Aber du, das ist ja... Was hast du denn? Lach doch nicht so! Das ist ja ein Käse, ein Dreiecksschmelzkäse. Pfui, ein Käse, raus unter meinem Bett, weg, ich trag's zurück, ich will Schokolade haben und keinen Käse und wie hab ich geschleppt und wie bin ich gesaust und wie hab ich mich gefreut. Geh, komm, Pumuckl, aus den Käse da, den ess ich zur Vesper. Nein, aber ich will Schokolade haben. Also jetzt gib Obacht, wir tauschen. Du kriegst die ganze restliche Tafel Schokolade, die ist leicht, der 50er wert, und ich krieg den Käse. Dann ist das Geld auch nicht rausgeschmissen gewesen, ne? Ich habe aber das Geld gar nicht geschmissen, ich habe das Geld hingelegt. Also jetzt kenne ich mich überhaupt nicht ja, mehr aus. Ja, weißt, so leicht ist halt's Einkaufen auch wieder nicht. Du hast gesagt, Geld hinlegen, Sachen dafür kriegen. Mhm. Hast du gesagt? Ja, habe ich gesagt schon, gesagt, aber schau, jedes Ding ist was wert. Ja. Das eine viel, das andere wenig. Und das muss man wissen. Und wenn man nichts weiß, muss man fragen. Und überhaupt muss man sichtbar sein und reden können, wenn man einkauft. Was? Gut, dann kann ich ja gar nie einkaufen. Nein, nie. Gar nie. Oh. Du, ich glaube, das muss ich immer für dich machen. Oh, ich will aber einkaufen. Bloß ein Schokolade und den hast ja. Da beiß einmal ein Stück runter, komm. Ja, wenn du von dem Käse beißt. Gut, du beißt da. Und ich da. Ja. Ein guter Schokolade. Ein guter Käse. Noch einmal. Prima. Kauf dir einen Käse. Na, sowas. Ja, warum? Weil ihr Menschen so dumm seid. Ja. So was Feines wie Schokolade tut ihr in Silberpapier und so was Dummes wie Käse tut ihr in Goldpapier. Nicht immer, Pumuckl, nicht immer. Aufs Einwickelpapier ist kein Verlass. Lesen muss man können, was draufsteht. Lesen muss man können und rechnen. Sonst kommt man heutzutage nicht durch. Aber in der Schule kannst ja du nicht gehen. So, warum nicht? Ich kann überall hingehen, wo ich will. Ja, wenn's meinst, probier's. Aber jetzt setz dich in deine Schaukel und denk über alles nach, ja? Ja, das mache ich. Das setze ich mich jetzt in die Schaukel und dann denke ich über alles nach. Ja. Nachdenken über Geld auf der Welt, über Käse, über Schule, ob ich lese oder spule.
Spiele. Ja. Ist ja egal, ob ich schlau bin oder dumm. Dirilari, diribum. Ja. Was würden eigentlich eure Eltern sagen, wenn ihr zwar immer zu streichen aufgelegt und meistens auch recht lustig wärt, aber niemals drauf kämt, etwas Nützliches zu tun? Zum Beispiel mal aufzuräumen oder sonst was zu helfen. Sie würden doch bestimmt sagen, du hör mal, so geht's nicht weiter. Heute wirst du mal Ordnung machen und mir ein bisschen zur Hand gehen. Seht ihr, genauso geht's dem Meister Eder mit seinem Pumuckl. Ist ja recht lustig, so einen kleinen pfiffigen Kerl um sich zu haben, aber es wäre doch an der Zeit für ihn, auch mal was dazuzulernen. So dachte jedenfalls der Meister Eder, und darum sagte er, als der Pumuckl wieder einmal herzlich gähnte: Du, ich weiß ein gutes Mittel gegen das Gähnen. Aber ich gähne ganz gern mal. Ja, ja, wirklich. So zum Beispiel, so. Aber du gähnst doch, weil es da langweilig ist, oder? Ja, vielleicht. Vielleicht, aber auch, weil ich müde bin. Ja, wissen möchte ich von was? Vom Faulsein. Weißt, das geht ja so nimmer weiter. Ich arbeite alleweil und du bist alleweil faul. Nein. Ich bin nicht alleweil faul. Ich bin nämlich oft so fleißig. So. Weißt du, ja, ich dichte Gedichte und ich tut. Das klingt gut, tut. Weißt du, ich tue Sachen, zum Beispiel. Was heißt Sachen tust du? Unsinn tust und sonst nichts. Nein. Es wird Zeit, dass du mal was Gescheites tust. Ja, was Gescheites? Im Winter schneit's. Ich tue was Gescheites, aber niemand freit's. Freut es. Das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Ja. Mhm. Ja, aber mich würde es freuen, wenn du auch einmal so ein Kobold wärst, wie sie so oft in den Geschichten vorkommen. Die helfen, was? Heimlich aufräumen, was? Plötzlich alles in Ordnung bringen. Was? Das kann sich aber nur um ganz dumme Geschichten handeln, weil nämlich Kobolde, die tun sowas nicht. Nein. So. Naja, dann sind sie halt Einzelmännchen, nicht? Als ob's ihr nicht verwandt wärt. Wir und verwandt mit den Einzelmännchen. Ja. Einzelmännchen. Wir sind völlig unverwandt. So. Wir können uns nämlich überhaupt nicht leiden, weil nämlich also Einzelmännchen. Ja. Das klingt schon so, Einzelmännchen. Einzelmännchen sind was ganz Albernes. Die sind ja wie Gartenzwerge oder wie wimmelnde Ameisen oder wie Pfui-Gecks. Ja, ich weiß schon, dass du gegen die was hast. Ja. Aber das ist mir ganz wurscht. Von mir aus bist auch kein Einzelmännchen, sondern ganz was anderes. Aber wenn du schon bei mir lebst, dann kennst du ja auch einmal mir einen Gefallen tun. Ja, das tue ich. So. Dir zu gefallen, werfe ich nämlich nur noch ganz selten Nägel herunter. Mhm, das ist und ich verstecke fast beinahe überhaupt nicht mehr dein Werkzeug. Ich tue ja so viel, was ich nicht tue. Und das ist auch was getan. Jawohl. Ja, dagegen sage ich ja gar nichts. Ja. Aber schau, ich verlange ja nicht, dass du richtig arbeitest, sondern dass du mir einmal hilfst. Ich hilf dir ja auch überall, wo ich kann. Ich hab dir ein Bett gemacht, ja, und hab eine Schaukel gemacht. Ja, aber du bist ja auch groß und du musst sowas tun. So, das muss ich. Ja, du musst. Und ich, weil du groß bist und ich bin klein und ich muss deswegen nicht sowas tun. Du bist ganz schrecklich erwachsen und musst arbeiten und ich bin ganz unschrecklich unerwachsen und ich muss nicht arbeiten. Jawohl, so ist es. So, und jetzt ist genug von diesem scheußlichen Arbeitshilfesgespräch. Also, mein lieber Pumuckl, das ist nicht scheußlich, sondern notwendig. Und wenn man schon zusammen lebt, dann muss jeder dazu beitragen. Beitragen, auftragen, lauter dummes Zeug, nachtragen, vortragen, zurücktragen, vortragen, das kann ich. Also, wenn du schon was mit tragen haben willst, dann vortragen. Gib mal acht.
sagen, musst du an anderen Tagen fragen. Das ist sehr gut. Und jetzt geht's weiter. Nein, nichts weiter. Keine Ablenkungsmanöver. Da ist meine Nagelkiste. Ja. Da sind Schrauben und Nägel. Kurze und lange, schau her, ja. Dicke und dünne, ja. Allerweil ganz durcheinander, seit du da bist. Und ich finde überhaupt nichts mehr. Ja, da musst du suchen, suchen. So, das muss ich. Ja, das musst du, weil suchen ist für die Menschen eine feine Beschäftigung. Und das tun sie so gern. Also, das tun sie ja eigentlich immer. Die suchen ja immer, auch wenn der Pumuckl gar nichts versteckt hat. Sie suchen und suchen und suchen. Ja, aber ich habe für die Sucherei keine Zeit, verstanden? Und du machst jetzt gefällig da Ordnung. Zuerst kommen alle Nägel und Schrauben raus. Da, zum Beispiel auf das Brett hin. Dann da am Tisch. Das kann ich jetzt nicht brauchen. Komm. Ja, aber diese Nägel hast du jetzt aber selber ausgeschüttet. Das war ich nicht. Und deshalb muss ich sie auch nicht einräumen. Einräumen muss der, der ausräumt. Und der Ausräumerling, das warst du. Von denen Nägel, die ich jetzt da hergeschüttet habe, tust du jetzt immer die gleichen zusammen auf ein Häuferl. Und die Schrauben auch. Und wenn alle Häuferl fertig sind, dann kommt jede Sorte in so ein Kasserl rein. Schau, das ist doch ein Spaß, nicht? Das ist ein Spaß. Ja? Das ist ein Spaß. Also, das finde ich keinen Spaß. Ja. Spaß ist was ganz anderes. Also, wenn du das schön gemacht hast, kriegst du eine ganz feine Silberpapierschokolade. Eine ganze Tafel, ganz allein für dich. Das ist doch auch ein Spaß, oder? Ja, manchmal schon, aber momentan hab ich gar keinen Hunger. Momentan, ja. Momentan. Soll ich dir die Tafel schon gerade mal zeigen? Ja, kannst du. Da, schau her, horch. Wie das Silberpapier schick knistert, hörst du es? Ja, das ist ganz schön. Ja, also, probier's einmal mit dem Aufräumen. Fang einmal an. Du, das ist ein Milchschokolade. Schon so gut schon. Lass mich erst mal versuchen, ob sie überhaupt so gut ist. Nein, Freiter, das ist erst mal schon klar. Die ist die beste, die es gibt. Komm, was ist denn schon dabei, wenn du deinen alten Ederer mal einen Gefallen tust? So alt bist du zwar auch wieder nicht, aber... Also von mir aus. Aber das sind ja so viele Nägel. Mit welchem Nagel soll ich denn da anfangen? Soll ich mit einem großen oder einem kleinen oder einem dicken oder einem mit dünnen? Mit irgendeinem. Da, schau, leg mal den ganz langen da her. Woher? Da. Leg ihn mal hin, wo ich ihn hinlegen soll. Da. Und jetzt suchst so viele lange, wie du findest. Und dann legst daher die ganz kleinen. Ja, leg da den ganz kleinen auch hin. Daher und... Nein, nicht daher. Ja. Nicht daneben, nicht? Ja. Und daher rüben, da legst du die Schrauben hin. Ui, das kannst du aber fein, wie du das machst. Das kannst du jetzt weiter feinen. Ich mach meine Arbeit weiter, ne? Ach, was so? Ein langer Nagel und noch ein langer Nagel und noch einer. Ein langer Nagel und noch ein langer Nagel. Und noch ein. Und es sind aber entsetzlich viele Nägel. Ja, und wenn es so langsam macht, dann sind es natürlich viel. Ein bisschen schneller, Pumuckl. Und ein kurzer Nagel und der lange Nagel und der kurze Nagel und der lange Nagel und der kurze Nagel und der lange Nagel und der lange Nagel und der Schraube und der Schraube und der lange Nagel und Lappel, Schraube und Mutter und die Schraubmutter und der lange Nagel und der kurze Nagel und der breite Nagel und der enge Nagel. Die Schraubmutter liegt auf die Seiten. Welche Schraubmutter? Das ist eine Schraubmutter, die ist da. Die liegt dann über. Und das sind mittlere Nägel. Upsasa und halbmittlere Nägel, upsasa und obermittlere und untermittlere. Und ach, das ist ja zu dumm. Da wühle ich ja lieber okay. In den Nägeln herum. Und so mache ich das dann auch noch so. Und so mache ich es auch noch. Ja, jetzt mag ich nicht mehr. Das ist mir zu dumm jetzt. Ich gehe fort. Auf Wiedersehen. Ich muss an die Luft. Ich ersticke. Pumuckl, wenn du nicht augenblicklich alles wieder vom Boden aufhebst und wenn du nicht dann sofort anfängst, das zu tun, was ich gesagt habe, nachher. Aus ist mit uns, aus und vorbei. Aus und vorbei, einerlei. Du, ich sag dir, ich erwisch dich, gell? Ich, da kommt die Hannelore. Grüß Gott, Herr Eder. Ach, Hannelore, grüß Gott. Mama hat gesagt, ich soll fragen, ob es Ihnen recht ist, wenn sie statt am Donnerstag am Freitag zum Putzen herkommt. Was, erst am Freitag? Ja, mei, es muss mir schon recht sein, nicht? Sind Sie böse, Herr Eder? Nein, jedenfalls nicht deswegen. Aber ich sehe mich nicht mehr aus. Nirgends ist eine Ordnung. Da, schau, alle Nägel sind durcheinander, nichts findet man. Soll ich Ihnen die Nägel wieder in die Kiste tun? Ja, das nützt nichts. Die können ja sortiert. Ich sortiere es Ihnen. Ich muss erst in einer halben Stunde beim Essen sein. Das kann ich schon machen. Mhm. Ja, das wäre natürlich nett von dir.
Das tut einem richtig gut, dass auch einmal kleine Leute uns Erwachsene helfen. Aber da ist doch nichts dabei. Das haben wir gleich. Immer die gleichen zusammen? Mhm. Und er jetzt in ein Fach. Also, Hannelore, dafür kriegst du jetzt die Tafel Milchschokolade. Aber Herr Eder, das hättest du doch nicht gebraucht. Doch, das braucht's. Dankeschön. Bitteschön. Mein, so ein Mädel wie dich, das brauchen sie. Das wäre was. Es gibt so viel unnütze Schlingel, die man zu gar nichts brauchen kann. Während also die Hannelore fieberhaft die vielen Nägel und Schrauben sortiert hat, ist der Pumuckl mucksmäuschenstill oben auf dem Werkzeugkasten gesessen. Und je mehr der Meister Eder das Kind gelobt hat, desto mehr hat seine kleine Koboldseele getobt. Und so kam's, dass er, wie die Hannelore fast schon mit der Arbeit fertig war, dem Brett, auf dem die Nagelschachtel stand, einen Ruck gegeben hat, sodass es mit allen schon sortierten Nägeln heruntergefallen ist. Au! Herr Eder, jetzt war alles umsonst. Ich war schon fast fertig. Das war der Himmeldonnerwetter, das ist aber ein starkes Stück. Entschuldigung, ich weiß gar nicht, wie ich an das Brett hingekommen bin. Na, Hannelore, da kannst du nichts dafür. Daran bin ich selber schuld. Ich hätte das Brett, auf dem du arbeitest, gescheiter hinlegen sollen. Nicht so wackelig, dass so leicht zum Runterwerfen ist. Herrschaftszeiten! Herr Eder, ich tue die Nägel jetzt einfach wieder durcheinander in die Kisten schmeißen, weil ich heim muss zum Essen. Und ich komme dann nach der Schule und mach's nochmal. Nein, das braucht's nicht. Du kannst da wirklich nichts dafür. Das werde ich jetzt dann schon kriegen. Mei, das ist so blöd. Aber ich komme bestimmt nach der Schule. Ja, ist schon gut. Jetzt geh nur heim zum Essen, dass du nicht geschimpft kriegst. Es tut mir ja so leid. Jetzt ist aber wirklich höchste Zeit. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Auf Wiedersehen, Hannelore. Pumuckl! Pumuckl! Pumuckl, sofort kommst du daher. Nein! Wenn du nicht auf der Stelle sämtliche Nägel sortierst und alles, was du angestellt hast, in Ordnung bringst, nachher. Das Gesicht von der Hannelore war wirklich sehr komisch, als das alles wieder runtergepurzelt ist. Ja, das war sehr komisch. Und du wirst jetzt auch eine Zeit lang ein komisches Gesicht machen. Wieso? Für mich existierst du nimmer. Für mich kannst du in Zukunft tun und lassen, was du willst. Was ich will! Fortgehen oder nicht, reden oder nicht, faul sein oder nicht. Mir bist du wurscht. Und dein Essen kannst du auch holen, wo du willst. Mit mir und an meinem Tisch isst du nix. So, und das ist jetzt mein letztes Wort. Ach, das bringst du ja gar nicht fertig. Du redest ja doch wieder wenn mit mir. Wenn in 2 Stunden alle Nägel von dir sortiert sind, dann rede ich. Sonst kein Wort mehr. Wenn du nicht redest, macht das auch nichts. Dann rede ich eben mit mir allein. Hm? Dann sage ich zu mir, lieber Pumuckl, sage ich dann zu mir, du bist ein Kobold und kein Heinzelmännchen. Ja, antwortet dann der Pumuckl, da hast du ganz recht, Pumuckl. Der Meister Eder versteht nichts von Kobolden. Verstehst du was davon? Mir gefallen Nägel durcheinander nämlich ganz ausgezeichnet. Dir nicht? Ich rede auch gar nie mehr mit dir, jawohl? Ich dichte, jawohl? Mit mir, jawohl? Ich dichte mit mir, ich rede in einem Fort, nie mehr mit dir ein Wort, das wird ein Lieblingssport an diesem schönen Ort. Schweigen, das ist Wörtermord, Wörter sind fast alle fort an diesem schönen Ort. Das ist schön, nicht wahr? Das ist natürlich schön. Aber ich bin ja gar nicht so. Ich kann ja auch noch was anderes tun als dichten. Ich kann zum Beispiel Staub wegblasen. Das ist nützlich und koboldslustig. Jawohl. Hui, wie das wirbelt, wie das staubt. Großer Nebel von Staub. So, was sagst du jetzt? Hm? Dann tue ich eben noch mehr blasen. Ne? Jetzt wäre ich fast erstickt. Ist dir das vielleicht egal? So, das ist dir also egal. Dann sind mir deine dummen Nägel auch egal. Schau, ich hebe einen Nagel hoch und dann werfe ich ihn wieder hinunter.
So, jawohl. Und nochmals. Und au, 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 au. Ich habe mich gestochen in den Fuß. Oh, oh, oh. Ich bin draufgetreten und dein dummer Nagel hat mich gestochen. Au, au. Ich blute, ich blute. Gleich blutet es zum Schuh heraus. Oh, oh. Nein, nein, du sollst nicht gehen. Mit mir ist der ganze Fuß kaputt gegangen. Du darfst die Tür nicht so zuhauen. Ich will mit, ich hab Hunger. Hunger. Ich hab Hunger. Jetzt bin ich dreimal auf die Klinke gesprungen. Und er hat trotzdem nicht aufgemacht. Ich sterbe vor Hunger. Oh, schon seit einer Stunde sterbe ich dauernd vor Hunger. Gut, dann bist du schuld, wenn ich sterbe. Ich bin schon ganz mager. Jawohl. Wenn der Meister Eder wiederkommt, dann wird er sehen, wie der Pumuckl blass und mager ist und nur noch ganz mühsam die Augen hebt und dann wieder runterfallen lässt und mit ganz brechendem Augenblick sagt er dann, es war gar nicht so bös gemeint. Ich will ja die Nägel aufräumen, aber ich bin jetzt dazu schon viel zu schwach. Und dann werde ich noch einen einzigen Nagel hochheben, ganz langsam und vorsichtig. Und dann wird mir der Nagel aus der Hand fallen. So. Und der Meister Eder wird weinen. Huhu, wird er weinen. So immer, huhu, huhu. Das ist eine traurige Geschichte. So wird er, ich hab Hunger, ich hab Hunger. Diese dummen Nägel, diese ganz dummen Nägel. Die langen Nägel sind dumm und noch einer und noch einer und noch einer in dieses Kästchen. Und die kurzen Nägel sind dumm und noch einer, noch einer, noch einer. Halt, 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 Schraube, Schraube, Schraube dahin. Noch eine Schraube. Noch, die Schrauben sind auch dumm und ich bin auch dumm und ich hab so Hunger und ich räume ja auf. Ich räume alles auf. Und nach einer Stunde waren alle Nägel sortiert. Als der Meister Eder von seiner Mittagspause wieder in die Werkstatt kam, stand der Nagelkasten geradezu strahlend vor Ordnung auf dem Boden. Der Pumuckl versteckte sich ganz oben auf einem Bretterstapel. Aber vorher hatte er sich noch mit einem Stück Kreide das ganze Gesicht weiß angemalt, in der Hoffnung, dass er dann fürchterlich blass ausschauen würde. Der Meister Eder kam also herein und konnte beim Anblick des Nagelkastens nicht anders, als sein Schweigen zu brechen. Ja, was sehe ich denn da? Ja, da ist ja Wunder passiert. Pumuckl? Pumuckl? Bist du fort? Ja, was rufe ich denn dem Pumuckl? Der hat das bestimmt nicht eingeräumt, der ist fort. Das hat sicher die Hannelore eingeräumt. Nein! Die Hannelore, die war ja gar nicht da. Ach, da bist du. Ja, was tust du denn da droben? Ich tue Mausetot sterben. Ja, sowas. Ja. Ja, sag einmal, bist du in einen Mehltopf gefallen, weil du so weiß bist? Nein, 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 ich bin bloß so blass. Ich bin leichenblass. Leichenblass. Und schwach. Bin ich, ja, und wenn du mir nicht gleich was zu essen gibst, dann sterbe ich auf der Stelle. Ja, was du jetzt sagst. Ja. Und das Weiße in dem Gesicht ist nicht Kreide. Hast du denn noch nie gehört, dass man sagt, jemand ist kreidebleich? Mhm. Ich bin es vor Hunger. Ja, das ist ja furchtbar. Ja, ja, und an deine Hände bist du auch kreidebleich. Ja, ja, da bin ich auch vor Hunger kreidebleich. Ja, und deine Hosen und der Jopperl, das ist auch kreidebleich. Alles vor Hunger. Ja, na. Ja, ja, ja. Ja, ja, da müssen wir ja schleunigst was dagegen tun. Ja, Gott sei Dank habe ich dir ein bisschen was aufgehoben von die Bratwürstel. Ich meine für den Fall, dass du die Nägel da doch noch einräumst. Ja, das war aber ein reiner Zufall. So. Ich glaube ja nicht, dass ich das jetzt immer mache. Ich bin ja schließlich kein Heinzelmännchen. Ja, ich weiß schon. Aber schön, wirklich schön hast du es eingeräumt. Ja, nicht anfassen, sonst bringst du das alles wieder durcheinander. Ich bin ein Kobold, der zufällig, aber nur zufällig, der zufällig weiß, was Ordnung ist. Aha, ein Ordnungskobold. Ja, ein hungriger Ordnungskobold.
Kuhbull. Ja, aha. Ja, nachher komm, das Bratwürstel wart schon. Oh ja, oh ja. Das Bratwürstel, das wartet schon. Der Pumuckl, der startet schon. Er füllt sich in den Bauch was rein, weil nämlich Ordnung, die muss sein. Ja. Das ist schön, das reimt sich. Nun, da haben sich die beiden wieder vertragen. Denn der gute Meister Eder ist nicht gerne lange Zeit zornig. Und der Pumuckl, so boshaft er auch sein kann, verträgt Unfrieden mit seinem Meister Eder ganz und gar nicht. Als die Hannelore dann um 5 Uhr gekommen ist, um die Nagelkiste einzuräumen, blieb ihr nichts mehr zu tun. Sie entdeckte zwar ein paar Nägel, die falsch eingeordnet waren, aber als sie diese in das richtige Fach tun wollte, piekte sie sich dabei kräftig in den Finger. Sie sich selbst? Das glaubt keiner, der Ordnungskobolde kennt.